Schreib hier zunächst mal ein Wort hin. Segmentierungskriterien, denn darum geht es hier in diesem Video. Und zwar unterscheiden wir hier zunächst mal zwei, nämlich demografische und psychografische. Zunächst mal, was ist Segmentierung? Segmentierung ist Zielgruppenfindung. Man zerlegt den Markt in einzelne Teilbereiche, die man Segmente nennt, um Zielgruppen zu finden. Das ist Segmentierung. Segmentierung heißt, Zielgruppen zu finden. Und nach welchen Kriterien zerlegt man nun den Markt? Nun, hier sind zwei Angebote, demografisch und psychografisch. Das ist nicht trennungsscharf. Ja, letztlich kann Ihre Zielgruppe definiert sein nach gewissen psychografischen und definitiv auch nach demografischen Kriterien, also möglicherweise eine Schnittmenge aus beiden. Demografische Kriterien, das sind Alter, Geschlecht, Einkommen. Ja, Zahlen, Daten, Fakten. Demografie heißt wörtlich die Bevölkerung betreffend. Ja, also ziemlich nüchterne, klare Zahlen, Daten, Fakten, Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsstand, so etwas. Das sind demografische Kriterien. Psychografische Kriterien, das ist Einstellung und Verhalten. Ja, könnten zum Beispiel so eine Zielgruppe, könnte dann sein, die Ökos. Ja, die Ökos. Aber diese Ökos haben natürlich auch demografische Kriterien. Das heißt, sie liegen im Alter von bis, sie sind überwiegend männlich oder überwiegend weiblich oder gleichgewichtig, wie auch immer. Ihr Einkommen liegt im Bereich von bis. Ja, also letztlich ist es eine Kombination aus beiden. Und letztlich gibt es natürlich noch weitere, zum Beispiel geografisch. Ja, also könnte man sagen, die Ökos in dem und dem Alter, mit dem und dem Einkommen, in dieser Stadt oder in diesem Bundesland. Aber das war ja hier nicht die Frage, sondern die Frage ist, was sind demografische und psychografische Kriterien? Demografische Zahlen, Daten, Fakten, die Bevölkerung betreffend, Alter, Geschlecht, Einkommen, merken Sie am besten die Beispiele. Und psychografisch merken sich Einstellung und Verhalten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.